Hey, ist das hier etwa Blut? Ups, ist bestimmt bei der Beschaffung passiert. Soll ich wieder Bock haben? Das hoffe ich. Sowas drückt den Preis. Leg mal ein Wörtchen mit dem Zulieferer. Ich geb mich nicht geschlagen. Nimm das! Ja! Ja! Alles geht! Na? Ziemlich schwach! Dein Ende! Mein Einsatz! Ausgezeichnet! Bringen wir es hinter uns! Ja! Der Feind ist geschwächt! Jetzt gebe ich alles! Bis hier und nicht weiter! Na dann? Hereinspaziert, hereinspaziert. Wir haben alles, auch Artikel von der Platte. Die Aasratten sind erledigt, habe ich gehört. Vielen Dank auch, ihr beiden. Wegen all dem Stress mit den Viechern war es in meinem Laden wie ausgestorben. Da kommt mir eine Idee. Ich könnte Werbung damit machen, dass dies der Lieblingsladen des aasrattentötenden Alleskönners ist. Was meint ihr? Klingt super, oder? Bist du dabei, Alleskönner? Da würden wir beide von profitieren. Ich werde dich Weimar und auch meinem Kunden empfehlen. Ich sag dir, danach wirst du dich vor Aufträgen kaum retten können. Wenn du meinst. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Der siebte Himmel, der Alleskönner und dann noch mein Laden. Wenn wir uns verbünden, wird das Geschäft nur so brummen. Unser neues Sortiment wird Sie ins Staunen bringen. Dank unseres Alles. Los! Kommt jetzt endlich! Wunderschön. Diese Katzenbande. Die hat mein Brot aufgefressen und sich dann dort drin versteckt. Könntet ihr diese frechen Fellnasen einfangen? Ist das nervig? Ich geb's auf. Was? Was? Sie sind alle weggelaufen? Dann kommen sie nicht mehr zurück? Da seid ihr ja! Alle drei! Sie sagen, sie seien vor einem bösen Mann weggelaufen. Danke. Wir müssen Geld sparen. Und was ist das? Selbst auf der Tagesordnung des Vereins. Falls Monster echt sind sie schwach. Ah, der neue Schuster. Wir müssen die Patrouillen verstärken. Damit der Kampfhund nicht in das Wohngebiet. Die Monatszahlen der ermittelten Bestien sind draußen. Die Lage ist ernst. Der Krämer hat mir ganz begeistert von dir erzählt. Danke für deine Hilfe. Deine Fähigkeiten können sich echt sehen lassen. Und ich würde sie gern wieder in Anspruch nehmen. Weißt du, es ist wieder eine Bestie aufgetaucht. Ein außerordentlich blutrünstiger Wachhund. Sag dir doch was, oder? Einer von Shinras Kampfhunden. Er wurde auf den Rostpfaden gesichtet. Kann ich dich damit betrauen? Ich übernehme das. Vielen Dank. Wir hätten uns an dem die Zähne ausgebissen. Ich zähle auf dich. Setze bitte die Analysematerie ein und sammle damit Daten für die Kampfberichte. Wir müssen diesen Kampfhund irgendwie loswerden. Auf dem Rostpfaden ist ein Kampfhund aufgetaucht. Viel Glück da draußen, Tiefer. Aus dem Weg. Und zwar schnell!
Volle Konzentration. Ziemlich schwach. Auf Nummer sicher. Es wird kalt. Kein Entkommen. Hinterher. Tifa! Cloud! Ich habe den Wachhund hier in die Enge getrieben. Er ist äußerst gereizt. Seid besser vorsichtig. Aus dem Weg. Und zwar schnell! Was? Los geht's. Volle Konzentration. Abtauchen! Neuer Versuch. Los geht's. Nicht! Der Feind ist geschwächt. Verrecke! Das wird wehtun. Es ist auf. Ja! Das war's dann wohl. Ihr habt es geschafft? Ah, danke. Ich tippe darauf, dass das eine neue Züchtung von Shinra war. Seit wann hat er hier für Probleme gesorgt? Mal sehen. Die ersten Informationen haben uns heute Morgen erreicht. Das heißt... Ja, was heißt das denn? Könnte es etwas sein? Im Untergrund der Slums von Sektor 7 soll sich ja angeblich eine Forschungsstätte von Shinra befinden. Bist du dir sicher? Das wäre mir neu. Ich dachte, ich könnte dir Insider-Infos entlocken. Entschuldige bitte. Ist eine große Organisation. Es gibt vieles, das ich auch nicht weiß. Da ist sicher was dran. Der Hund ist jedenfalls erledigt und darauf kommt es an. Ich wette, die Leute fangen schon an zu reden. Über den Alleskönner, der jeden Job packt. Richtig beweisen musste ich mich allerdings noch nicht. Du fühlst dich wohl unterfordert, was? Ich glaube, der Analysekampfbericht ist fertig. Hallo, Cloud. Du warst der Erste, der Daten eingereicht hat. Dafür gibt es eine Zusatzbelohnung. Mein Materia-Sortiment konnte ich auch schon erweitern. Selbstverständlich werde ich auch weiterhin neue Materia entwickeln. Gemeinsam werden wir Shinra schon die Stirn bieten. Ich werde fortlaufend neue Kampfberichte hinzufügen und hoffe, du wirst mir fleißig dabei helfen. Die Monatszahlen der erlegten Bestien sind draußen. Seht doch selbst. Damit hier ist wieder Ich war überzeugt davon. Die Mädchen, die ist da. Du musst das kämpfende Hälfte sein. Wir haben jemanden. Die Katzen vermehren.
sich in letzter Zeit wie die Kaninchen. Die Katzen in den Stumpfbetten. Sie hat eine Nachricht hinterlassen. Sucht nicht nach mir. Ich komme. Schlafen kommst du. Hey. Und sie aus Maus? Ich habe gehört, dass die Leute aus der. Beacht eventuell. Ich würde von Evelyn schon. Helft gefälligst! Hey, Tifa! Hör dir das mal an! Vom Eisenbahnfriedhof ist ein großer Schimmer hierher geflogen. Aber diese Flaschen von Shinra krümmen keinen Finger. Hm? Sieh mal an. Bist du der berüchtigte Alleskönner? Dann musst du uns unbedingt helfen! Der Schimmer befindet sich hinter der alten Fabrik. Um dorthin zu kommen, braucht man einen speziellen Schlüssel. Die Bürgerwehr hat ihn in einer Holzkiste in der Nähe der Tür versteckt. Einfach alles zertrümmern! Ein paar ziemlich gefährliche Kriege. Am Arbeiten? Eisenbahnfriedhof in das Gebiet um den Pfeiler gekommen. In der Gegend ist äußerst gefährlich. Armselig. Das wird so nichts. Volle Konzentration. Es ist aus. Haleke! Zack! Na? Na gut. Ja! Einsatz. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Friede. Keine Chance. Bis hier und nicht weiter. Genug. Es ist auf. Schön gewonnen. Frontalangriff. Geht klar. Und tschüss! Dein Ende! Das war's dann wohl! Verschlossen.
Jetzt wird aufgeräumt. Da helfe ich gern. Ich bin bereit. Es ist aus. Verschwinde. Schlaf. Bis hier und nicht weiter. Es ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Hast du ihn? Ja. Ich werde kämpfen. Genug. Mein Ende. Es ist aus. Tschüss. Es ist aus. Bis hier und nicht weiter. Ja. Volle Kontrolle. Es ist aus. Tschüss. Es ist aus. Weiter geht's. Bereit für die Schlacht? Na und wie? Ja. Weitergehen. Finde ich auch. Willkommen zurück. Du hast es also geschafft. Alle Achtung. Bist ja wirklich ein wahrer Tausendsasser. Ganz anders als diese großschnäuzigen Gardisten. Du solltest den Wachdienst übernehmen. Die Gardisten haben nun mal Vorschriften, an die sie gebunden sind. Das ist doch wohl eher eine Frage des Charakters. Man braucht auch Leute, die Befehle befolgen. War ja klar. Hab schon gehört, dass du mal bei Shinra warst. Ist wohl zwecklos, mit jemandem wie dir zu diskutieren. Ich liebe dieses Viertel. Nicht mehr und nicht weniger. Aber dann werd ich es wohl beschützen müssen. Wart's nur ab. Ich trainiere und schon bald bin ich stärker als du. Gut gemacht. Du hast hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Dein Ruf als Alleskönner könnte nicht besser sein. Sicherlich kommen die Leute wieder zurück auf dich. Das verdanke ich dir. Schön, dass du das einsiehst. Meine Bezahlung für heute hole ich mir also im Laden ab. Genau. Aber willst du nicht vorher erstmal auf dein Zimmer? Ruh dich etwas aus. Die Regeln der Slums. Und zwar deren erste, genau. Los, gehen wir! Gegen dich stinkt die Garde echt ab. Die von der Platte. Ich will unsere Kleine auf mein Gesicht. Das war Avalanche. Was ist denn da los? Lass uns mal nachsehen. Ach, Johnny. Ey! Hör auf! Halt! Widerstand ist zwecklos. Lass mich in Ruhe, du Shinra-Schwein! Klappe, Slumratte! Piep, 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 piep! Was war bist das? Du bescheuert? Angeblich hey, soll jemand Schießpulver aus einem Shinra-Lager geklaut haben. Johnny wurde zu der Sache verhört und du weißt ja, wie bockig der Bengel sein kann. Das hatte doch sicher mit dem Anschlag zu tun. Armer Kerl, diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das wird echte Konsequenzen haben. Wir müssen Johnny helfen. Gehört er zu euch? Nein, aber er hat mitbekommen, dass wir hinter Avalanche stecken. Und leider plappert er gern. Johnny darf auf keinen Fall reden. Ich gehe hinterher. Ich komme mit. Wirklich?
Aber... Das bin ich dir schuldig. Für deine Hilfe. Na gut, dann los. Johnny hat echt Nerven, sich mit der Garde anzulegen. Was soll mit Johnny war? Diese aufgeblasenen Arschlöcher. Hey, Garde, das tut weh! Was fällt dir ein? Du reißt mir an den Arm auf, du Grobmotoriker! Ich bin überzeugter Pazifist, Mann! Ich hasse Gewalt! Also zieh nicht so an mir rum! Cloud, hinter die Container da. Das tut schon genug weh. Und überhaupt, ich hab doch gar nichts getan. Ein bisschen Schießpulver geklaut, was? Uns machst du nichts vor. Das war deine ID, du hast das Lager betreten. Quatsch, das muss ein Irrtum sein. Ich würde mich nie auch nur in die Nähe eines Syndra-Lagers wagen. Haha, reingefallen, du Depp. Als käme man mit deiner Schrott-ID in ein Syndra-Lagerhaus. Na dann. Verdammt! Johnny rutscht sicher was raus. Gehen wir? Ja, du lenkst die Gardisten ab. Ich kümmere mich um den Rest. Lasst ihn gehen. Bist du ein Komplize? Raus damit! Oh. Was ist los? Wer ist da? Oh, dein Freund und Helfer in der Not! Ihr seid es! Hey, du! Was soll das werden? Bleibt wohl nur die harte Tour. Los geht's. Bis hier und was macht's? Bringen wir's hinter uns! Ich bin bei dir, komm! Was ist los? Ist vorbei? Hey! Wir müssen Johnny. Ist da jemand? Und jetzt? Wir stellen ihn ruhig. Hey! Hey! Nicht! Wie? Was? Nein! Nein! Ah! Lass das! Wenn dir was an deinem Leben liegt, dann verschwinde. Ja! 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 Ich mache eine Biege! Ich spür's! Sollen wir ihn echt laufen lassen? Er könnte reden. Ich weiß, aber er hat nichts getan. Und die? Lass sie liegen. Cloud, was soll das? Verschwinden wir, bevor sie aufwachen. Hoffentlich kommt Johnny irgendwie klar. Sorg dich lieber um dich selbst. Lass uns von hier verschwinden. Oh. Was ist? Ich weiß nicht. Du hast dich irgendwie verändert, Cloud. Inwiefern? Deine Augen zum Beispiel. Wie soll ich das sagen? Früher hast du nicht so... Das kommt von Marco. So sehen alle bei Soldat aus. Ach so. Lass uns kurz zu Hause vorbeisehen, bevor wir zurück zum Laden gehen. Wer arbeitet, hat etwas Ruhe verdient.